Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, deinem YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich habe heute einen Gast, und zwar den Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrttechnik. Das ist Thomas Jatzombek. Herzlich willkommen, Herr Jatzombek, dass Sie sich die Zeit genommen haben und unsere Fragen beantworten wollen. Hallo. Zu Eingangs, das ist so ein bisschen die Eisbrecherfrage, die man oft irgendwie in der Community hat. Wollten Sie eigentlich als Kind, als kleiner junger Astronaut werden? Nee, gar nicht. Also ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich als Kind so werden wollte. Ich glaube, ich wollte immer irgendwelche Dinge bauen. Und ich bin zur Raumfahrt tatsächlich gekommen über dieses Amt jetzt hier. Ich bin jetzt seit 3 Jahren Luft- und Raumfahrtkoordinator und gebe zu, dass ich sehr begeistert bin von Technologie, von Computern, vom Hyperloop, von all solchen Dingen. Und habe Raumfahrt immer so ein bisschen als Old Economy gesehen und bin aber sehr begeistert, weil ich gelernt habe, dass Raumfahrt auch New Economy ist und vor allem, dass man es dahin gestalten kann. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb wir heute miteinander sprechen. Also gerade das Thema der New Space Launcher ist schon so ein bisschen mein Baby und das, was mich auch begeistert. Na cool. Sie sitzen für die CDU im Bundestag und sind unter anderem, wie Sie schon gesagt haben, der Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt. Mein Kanal beschäftigt sich hauptsächlich mit der Raumfahrt. Was wäre da, wenn Sie da jetzt was auswählen müssten, momentan so Ihre spannendste Aufgabe? Ja, also ich finde ehrlich gesagt das, was ich hier mache, ganz spannend. Und man muss die Dinge halt ans Fliegen kriegen. Und das ist das, worauf es dann am Ende halt eben ankommt. Die ganze Theorie nützt nichts, wenn man nicht auf dem Platz dann eben auch performt. Und da haben wir natürlich jetzt hier auch gerade große Hoffnungen, was die Startups betrifft, weil die auch mit einer ganz anderen Agilität vorgehen, als wir das halt eben von so den ganzen Oldschool-Akteuren kennen, die wir in der Raumfahrt sehen. Mhm. Ich bin auf Ihrem Wettbewerb, also im Prinzip ja der Wettbewerb dieser 3 Unternehmen, die da gepusht werden sollen. Ich bin auf den Microlauncher-Wettbewerb durch Ihren Twitter-Account aufmerksam geworden, vor nicht ganz einem Jahr. Und ja, die 3 Unternehmen, die da jetzt in der Hauptrunde sind, das ist High Impulse, Isar Aerospace und Rocket Factory Augsburg. Was versprechen Sie sich und was verspricht sich die Bundesregierung von diesem Wettbewerb? Ja, wir haben ja gesehen, dass sich die Raumfahrt ganz schön verändert hat in den letzten 10 Jahren. Und ich denke mal, viele sind begeistert von SpaceX und der Technologie und den Möglichkeiten, dann halt eben wiederverwertbare Raketen zu haben, zu landen. Aber natürlich ist SpaceX vor allem auch erfolgreich, weil sie halt zu einem sehr attraktiven Preispunkt ihre Leistung anbieten. Und das fordert uns in Europa heraus. Wir haben mit Ariane sicherlich eine Rakete, die A5, die über 20 Jahre lang einen super Job gemacht hat, unglaublich zuverlässig ist, ein hohes Renommee hat, aber mittlerweile sehr in die Jahre gekommen ist. Sie ist extrem teuer. Wir müssen alle Starts deutlich bezuschussen und das ist für den Steuerzahler ein teures Vergnügen. Und bei der Ariane 6, die ja immer noch braucht, bis sie ihren Jungfernflug macht, wird es leider auch nicht wirklich besser im Ergebnis, weil wir werden wahrscheinlich auch da ohne Zuschüsse nicht in der Lage sein, halt wettbewerbsfähig zu sein. Und deshalb haben wir uns angeguckt, was hat eigentlich die NASA anders gemacht in den letzten Jahren, als wir es noch machen. Und eine der Erkenntnisse oder die zentrale Erkenntnis ist, die NASA geht nicht mehr hin und baut die Raketen selbst oder lässt sie im Auftrag dann vielleicht bauen von Lockheed oder Boeing, sondern die NASA hat irgendwann angefangen, Wettbewerbe zu machen und hat sogenannte Milestone Prizes vergeben, also Anbieter, die einen gewissen technischen Stand erreicht haben, mit einem Zuschuss zu versehen und irgendwann dann zu sagen, okay, wir kaufen bei euch Startleistungen. Und genau das Gleiche machen wir eben jetzt mit diesem Wettbewerb. Wir starten da natürlich nicht, weil wir ja auch nicht die riesigen Budgets in die Nase haben. Wir starten damit jetzt halt noch nicht mit den ganz großen Geräten, aber wir starten eben jetzt mit Launchern, die im 1-Tonnen-Bereich schon unterwegs sein werden. Die Anbieter machen unterschiedliche Angaben bis hin zu 1,3 Tonnen in den Leo. Und das ist jedenfalls auch nicht viel kleiner als das, womit SpaceX mal begonnen hat. Und das ist quasi die Grundidee. Und die scheint zu funktionieren. In einem Beispiel jetzt bei Isar Aerospace, da ist es so, dass halt eben am Ende jetzt 75 Millionen Wagniskapital eingesammelt wurde. Wurden und sollten die einer der beiden Gewinner sein, sozusagen für den Maiden Flight, dann wird es so sein, dass de facto 90% der Finanzierung von Privaten nicht mehr vom Steuerzahler kommt. Und das hat natürlich riesige Vorteile. Es ist für den Steuerzahler viel billiger, aber da, wo halt private Investoren und Startup-Power drin steckt, da wird auch viel agiler gearbeitet, als wir das halt eben von Unternehmen kennen, wo es sicher ist, dass alle am Ende jeden noch so großen Fehlbetrag ausgeglichen bekommen. Da sprechen Sie
was Wichtiges an, und zwar, dass mit SpaceX dieser Wettbewerb oder beziehungsweise die Ausschreibung, die damals die NASA gemacht hat, dass sie sagt, sie wollen eigentlich nur Leistungen einkaufen, und wie ihr das macht, das ist eure Sache, aber wir bieten euch im Prinzip die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen, was SpaceX unheimlich nach vorne gepusht hat und im Prinzip auch da, glaube ich, gut bekannt ist, dass im Prinzip auch immer sich bedankt wird bei der NASA und gesagt wird, das wäre ohne die Hilfe der NASA nicht so schnell, hätte nicht so schnell funktioniert. Das klingt so ein bisschen auch, dass die Politik das, ja, diese Bedrohung erkannt hat, oder beziehungsweise oder auch die Branche das erkannt hat, dass da ein Player ist, der das vorhandene Geschäftsmodell ziemlich durcheinander rückt. Wie würden Sie das einschätzen? Ja, auf jeden Fall. Aber die Antworten sind unterschiedliche darauf. Und wir haben ja innerhalb Europas nicht überall Begeisterung für dieses Modell entdeckt. Also beispielsweise unsere französischen Freunde haben ja eine vollständig andere Philosophie an der Stelle. Und Emmanuel Macron hat zuletzt noch gesagt, wir brauchen eigentlich nur noch einen einzigen Launcher und eine einzige Firma. Das ist genau das, was wir nicht wollen, sondern wir haben eben genau die ganze Zeit das Problem gehabt, dass wir nur eine einzige Firma haben. Und wir brauchen Wettbewerb. Ja. Ich habe auch dafür gekämpft im Bundestag, dass wir auch die Möglichkeit immer noch schaffen, dass zum Beispiel Mobilfunk noch neue Wettbewerber reinkommt, was ja jetzt auch passiert mit 1&1. Wenn man merkt, wenn es keine neuen Wettbewerber gibt, dann werden die anderen alle ein bisschen müde und träge und irgendwann haben alle sehr ähnliche Preisstrukturen und der eine greift den anderen nicht mehr an, und das ist natürlich nicht gut für Innovation und auch nicht gut für die Kunden und für die Verbraucher. Und so ähnlich ist es eben mit den Launchern halt eben hier auch. Und wir glauben, dass gerade dadurch, dass diese Firmen im Wettbewerb stehen, es auch einen Wettbewerb der Konzepte gibt. Und das sieht man ja auch. Die einen bauen einen Motor, der mit Kerzenwachs de facto funktioniert. Der nächste kauft sich den Motor in der Ukraine und baut den dann aber auch mit eigenen Teilen aus dem 3D-Drucker noch modifiziert dann ein. Das sind Herangehensweisen, die würde man bei Ariane zum Beispiel überhaupt gar nicht sehen, denn da wird alles sozusagen from scratch on mit Goldrand gebaut, was aber vielleicht für diese kommerzielle Nutzung gar nicht immer in der Form unbedingt erforderlich ist. Und insofern ist das spannend zu sehen, wie diese unterschiedlichen Anbieter auch ganz unterschiedliche Wege gehen. Und ich weiß nicht, ob da alle drei am Ende erfolgreich sein werden, müssen sie ja auch gar nicht. Wenn einer von denen am Ende wirklich global erfolgreich wird, dann wäre das für uns eine Riesengeschichte. Im historischen Kontext das erste Mal seit 1944, dass Deutschland wieder in dieses Thema der Trägerraketen ernsthaft einsteigt. Und diesmal machen wir es eben friedlich und kommerziell und nicht mit Zwangsarbeit und Raketenkopfen bestückt. Das waren dunkle Kapitel der deutschen Geschichte, die am Ende uns genau diese Technologie auch beraubt haben, weil damals eben diese kapitalen Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden. Also insofern ein ganz neues, ein schönes Kapitel, ein friedliches, ein innovatives, und damit wollen wir dann eben auch erfolgreich werden. Mhm. Sie haben es eben so ein bisschen anklingen lassen mit von wegen, dass unsere französischen Partner, dass sie eigentlich einen anderen Weg hätten gehen wollen, und dieses Programm ist ja trotzdem in der ESA aufgehängt. Das heißt im Prinzip, man hat schon sich abgesprochen, was man da tut, und das ist ja immer bei ESA oder generell bei europäischen Projekten, da sitzen unheimlich viele Leute an einem Tisch. Ich glaube, Sie saßen auch mit am Tisch, als dieses Projekt im Prinzip dort auch verankert wurde. War das sehr schwierig, das so zu verankern? Ja, also der Beginn ist eigentlich noch vor. Also man muss erstmal erklären, bei der ESA gibt es alle drei Jahre eine sogenannte Ministerratskonferenz. Und da werden die Programme für die nächsten drei Jahre gezeichnet. Und da war ich für Deutschland Verhandlungsführer beim letzten Mal, das war Ende 2019. Aber es braucht erstmal überhaupt Programmvorschläge. Und dafür haben wir ein halbes Jahr lang doch ziemlich gekämpft. Ich bin da selber auch nach Paris gefahren und habe mit dem Direktor bei der ESA für die Trägerraketen, mit dem Daniel Neuenschwander, auch lang drüber geredet und erklärt, was unsere Vorstellungen sind, um überhaupt so ein Programm auch ans Laufen zu bekommen. Und als wir dann halt am Ende da saßen in dieser Ministerratstagung der ESA, dann muss man auch sagen, eine Sache, die ich persönlich sehr positiv finde bei der ESA, ist, dass es hier auch einen Wettbewerb um Projekte geht. Das ist also anders als bei der Europäischen Union, wo irgendwas vorgeschlagen wird und dann müssen alle mitmachen und dann wird so lange nach Kompromissen gesucht, bis auch alle irgendwie mitmachen können und manchmal vielleicht
kein einziger mehr so richtig glücklich ist. Es ist bei der ESA so, dass halt am Ende die Teams der Raumfahrtagentur quasi pitchen um Mittel der jeweiligen Mitgliedsländer. Und dann wird da gezeichnet, das ist in der letzten Runde fast so ein bisschen wie im Casino, wo dann noch die Schilder quasi hochgehoben werden. Und dann sagt einer, wir geben noch 1 Million für dieses Projekt und noch 500.000 für jenes. Aber es ist wirklich ein Wettbewerb der Ideen und der Projekte und die Mitgliedstaaten entscheiden sich, wo sie mitmachen, mit wie viel sie mitmachen und entscheiden damit auch, ob sie zum Beispiel eine Führungsrolle in solchen Vorhaben einnehmen oder ob sie unter ferner liefen oder ob sie sagen, wir machen halt gar nicht mit. Und deshalb fallen dann auch Projekte durch, die halt am Ende dann eben keine Begeisterung bei den Staaten auslösen und andere werden vielleicht größer. Erdbeobachtung in Zeiten von Fridays for Future war ein Riesenthema schon Ende 2019, wo viele mitgemacht haben, wir ja auch sehr signifikant gezeichnet haben, den größten Anteil. Aber eben auch hier bei diesem Thema der New Space Launcher und da ist jetzt Großbritannien besonders groß auch noch mit im Rennen gewesen. Das sind also offenbar die Länder, wo da das größte Interesse besteht. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir daraus machen. Ich habe aber den Eindruck, dass wir hier auch ganz gut auf dem Weg sind, weil wir haben den ersten Meilensteinpreis schon an die 3 Anbieter, die Sie schon benannt haben, vergeben. Die mussten auch eine Prüfung über sich ergehen lassen vom DLR mit 200-seitigen Prüfdokumenten. Das ist so typisch deutsche Bürokratie, aber auf der anderen Seite ist jedenfalls, das ist keine Vaporware, wie es in der IT heißt. Also nicht nur Folien, sondern da wird schon auch was gekonnt. Ja, und das ist so, das zeichnet sich auch für uns Laien jetzt immer mehr ab, dass da was gekonnt wird. Im Nachhinein muss man schon sagen, dass es ein super mutiger Wettbewerb und ein mutiger Schritt war, gerade weil es um Raketen geht, die explodieren oder wo, also im Prinzip, da kann viel schief gehen, da kann viel Kohle verbrannt werden. Jetzt haben Sie das ja schon angesprochen, von wegen, dass da die Kohle auch privat schon eingesammelt wird. Das heißt im Prinzip auch, Investoren konnten überzeugt werden, dass die diese Firmen ein gutes Konzept haben und man damit Geld verdienen kann und da im Prinzip die Privatwirtschaft gern mit Geld verdienen möchte und im Prinzip deshalb auch damit Risiko reingeht. Und genauso sollte es sein. Also das heißt, im Prinzip die Saat ist ja jetzt schon aufgegangen und das ist, finde ich, total beeindruckend. Und es ist also, ja, wir haben da in der Community auch wir treffen uns da immer einmal die Woche und sprechen darüber. Und da ist es auch mehrfach zur Sprache gekommen, dass es ein total mutiger Schritt war und das total cool ist, dass das jetzt so aufgeht. Und wir sind ja auch jetzt wirklich auch in der heißen Phase von der ersten Hauptrunde. Wird spannend, das weiter zu verfolgen. Der größte Mut, muss man sagen, ist natürlich bei den Startups und bei den Gründern. Also wir sind natürlich ja insofern hier die Väter vielleicht von dem Wettbewerb, aber die initiale Stunde besteht natürlich darin, dass es eben diese mutigen Gründerteams gibt, die gesagt haben, wir machen das, wir gehen da mit unserem persönlichen Risiko rein. Das sind diejenigen, die wirklich mutig sind und da ziehe ich meinen Hut vor, da habe ich großen Respekt und ich glaube, insgesamt, wenn man sich anguckt, wie Innovationsentwicklung passiert. Ich bin ja auch Startup-Beauftragter des Ministeriums und mache das mit mindestens genauso viel Leidenschaft. Und wir wissen, das hat alles viel mit Risiko zu tun. Wagniskapital, da steckt das Wort Wagnis drin. Und die Logik von Investoren ist halt, dass man typischerweise in 10 Firmen investiert und 9 geht man davon aus, werden es wahrscheinlich nicht schaffen, weil die natürlich auch alle Dinge machen, die noch nie einer vorher gemacht hat. Man weiß nicht, schaffen sie das wirklich? Zu welchem Preispunkt schafft man das? Nimmt der Markt das auch tatsächlich so an? So, also das nennt sich Portfolioansatz. Das heißt, dass 9 am Ende vielleicht auf der Strecke bleiben. Aber eines von diesen 10 wird so groß, dass es das investierte Geld des gesamten Fonds um ein Mehrfaches zurückverdient. Und ich glaube, wir müssen auch in der Politik so einen Portfolioansatz stärker fahren. Man kann nicht immer sagen, so, wir machen jetzt so und so viele Projekte und die werden alle ein Erfolg. Keine Ahnung. Das ist unrealistisch. Werden nie alle schaffen. Das muss man vorher, glaube ich, auch ganz klar und offen sagen. Keine falsche Erwartungshaltung weg. Wenn aber einer von denen schafft, haben wir schon wirklich einen riesen Erfolg gelandet und dann kann das auch eine große Sache werden. Das sehen wir in anderen Bereichen auch. Wir investieren zum Beispiel in das Thema Quantencomputing jetzt auch eben sehr stark oder in das Thema Flugtaxis und so weiter und so fort. Wir machen jetzt mit 10 Milliarden
Milliarden Euro den Zukunftsfonds, 10 Milliarden staatlichem Geld, 30 Milliarden insgesamt. Und da gibt es noch ein weiteres, wie ich finde, sehr wichtiges Paradigma. Wir investieren eben nicht als Staat zu 100%, sondern unsere Finanzierungen sind immer weniger als die Hälfte. Wir investieren mit dem Markt. Es müssen draußen Leute dran glauben, die ihr privates Geld investieren. Und die wissen, wenn es nicht funktioniert, ist deren Geld weg. Und zwar mehr privates als staatliches Geld. Und dann investiert man auch in die guten Dinge. Weil wenn man am Ende keine privaten Investoren findet, dann, ich glaube, es ist nie eine gute Idee, wenn dann der Staat sagt, aber wir wissen es viel besser als alle anderen. Vor allen Dingen als Politiker muss man immer aufpassen. Es ist ja nicht das eigene Geld, was man da investiert, sondern das der Steuerzahler. Das darf man nie vergessen. Und mit unseren Startup-Investments sind wir jedenfalls über die Jahre da recht erfolgreich. Alles, was wir da bisher gemacht haben, hat uns nicht nur am Ende den Einsatz zurückgebracht, sondern noch eine zweistellige Rendite. Und das unterscheidet uns von vielen anderen Programmen im Bundeshaushalt. Bei den Rentenpaketen ist das Geld sofort umverteilt. Auch wenn man Autobahnen oder Eisenbahnschienen baut, ist es irgendwann sozusagen abgefahren. Und wir sind die Einzigen eigentlich, die Programme machen, womit die Steuerzahler noch am Ende die Omas und Opas und wer auch immer da investiert ist in den Staat, dass wir sogar noch das Geld nicht nur zurückbringen, sondern mehr. Es ist spannend, dass Sie ja auch für Startups zuständig sind. Meine Freundin, die hat gerade gegründet und das in Zeiten von Corona und hat jetzt ihren Handelsregistereintrag und ist ganz stolze Geschäftsführerin. Mal, die sind noch nicht gelauncht, aber im Prinzip das geht los. Und ja, das ist so ein bisschen vielleicht das, was Sie eben meinten mit dem Mut und dem, dass die jungen Leute was riskieren und sagen, das ist mein eigenes Baby und wenn ich damit auf die Nase falle, ist egal, dann mache ich halt das Nächste oder mache ich was Neues und so. Und das ist auch ein Fakt, der mich total jedes Mal wieder begeistert, dass ja bei der NASA zum Zeiten der Mondlandung das Durchschnittsalter gerade mal 28 Jahre war. So, also wirklich blutjunge Leute, die da dieses unglaubliche Projekt nach vorne gebracht haben. Da ist so die Frage, glauben Sie, dass man generell in Deutschland der Jugend mehr zutrauen muss? Ja, das tun wir auf jeden Fall. Also wir sehen natürlich auch Gründerteams mit lebenserfahreneren Menschen, wie das, glaube ich, im politisch korrekten Sprecher heißt. Also mit Älteren sind jetzt nicht nur immer junge Teams, aber es sind sehr viele junge Teams. Ja, und ein typischer Weg besteht auch darin, irgendwo selber zu gründen in jüngeren Jahren und die erfolgreich sind und damit eine Menge Geld verdient haben, die gehen dann auch hin und werden zu Investoren oder zu Business Angels und investieren wieder in Jüngere. Und das ist auch wichtig, weil so entsteht ein Ökosystem. Im Silicon Valley ist das ähnlich entstanden, weil bis die Deutsche Bank am Ende anfängt, Startups zu investieren, da brauchen wir nicht drauf zu warten, sondern es sind die Gründergeschichten, die selber halt eben gemerkt haben, wie es läuft und die dann die nächste Generation unterstützen. Und das sind dann eher vielleicht ein bisschen die Älteren. Mein Respekt jetzt vor Ihrer Freundin, wer in der Krise gründet, zeigt besonders viel Mut. Es gibt aber auch Statistiken, die sagen, wer in der Krise gründet, der ist besonders erfolgreich, die es da schaffen, die sind gut unterwegs und davon ab brauchen wir mehr Gründerinnen. Das ist auch eins unserer Themen im Startup-Bereich. Wir machen jetzt eine große Initiative zum Thema Female Founders. Wir haben nämlich tatsächlich zu wenige Gründerinnen in Deutschland. Da ist ein sozusagen ungeborgenes Potenzial und das wollen wir gerne heben. Da haben wir eine ganze Reihe von Ideen, wie man es für die Mädels attraktiver machen kann. Das werden wir definitiv beobachten und dann hoffentlich, dass wir da irgendwie vielleicht was mit einen Topf an den Topf mit rankommen oder sie an den Topf mit rankommen. Das ist auch wirklich eine Geschichte, das sind zwei Drittel Frauen, die das machen und praktisch auch eine App für Frauen. Mehr will ich da noch gar nicht sagen, aber das würde ja anscheinend genau in ihre Zielgruppe da passen für dieses Programm. Vielleicht kommen wir mal zu den Launchern nochmal zurück oder zu dem Wettbewerb. Es ist, also ich glaube, ich kann für nahezu jeden irgendwie aus meiner Community irgendwie sprechen, dass wir das großartig finden und dass wir diese Launcher haben wollen. Und also das Projekt und die Programme und auch jeder einzelne Launcher total beeindruckend sind und wir nur darauf warten, dass die starten. Mein YouTube-Kollege Chris von Video Space News, der hatte mal auf einen Kommentar von dem ULA-Chef Tory Bruno angespielt, der ein bisschen befürchtet, dass wir so eine Launcher-Schwemme bekommen könnten in den nächsten Jahren, weil einfach sehr, sehr viele Projekte weltweit gerade angeschoben werden oder auch viele neue Launcher tatsächlich in den nächsten Jahren zur Verfügung stehen. Und das ist so die Frage, wie
Schätzen Sie das jetzt ein aus Ihrer Sicht? Glauben Sie, dass der Markt, dass es den Markt definitiv geben wird? Oder spielt man vielleicht auch mit dem Gedanken, dass man Regierungsaufträge oder beziehungsweise Aufträge, die normalerweise irgendwie die ESA bekommen hätte, an diese Launcher geben könnten? Ja, also in Europa sehe ich keine Launcher-Schwämme. Ich weiß, dass für neue Technologien es immer so ist, dass es ein globales Rennen gibt. Wenn wir auf diesen Bereich der eVTOLs, also der Flugtaxis, kommen, da gibt es über 100 Startups weltweit. Und im Bereich der Launcher gibt es auch unheimlich vieles. Wir sehen natürlich auch ein Stück weit, was andere machen. Aber vielleicht mal ein Bild, was ich von den Anbietern gehört habe. Da hieß es, wenn SpaceX der Bus ist, dann sind wir das Taxi. Also es gibt sicherlich einen Bedarf dafür, dass man halt eben nicht darauf wartet, dass ein großer Träger dann einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr dann startet mit irgendwie 130 Missionen an Bord, sondern dass man mit den Dingen auch vielleicht exklusiver und zeitnah halt eben an den Start kommt. Das muss natürlich preislich auch irgendwo noch attraktiv sein. Und da gehen, glaube ich, auch Strategien auseinander. Wir sehen ja jetzt auch einen Anbieter, der jetzt gerade so ein IPO über so einen Zweck gemacht hat in den USA, Astra, die Strategie verfolgen, besonders billig zu sein, ohne die maximale Perfektion anzubieten. Das ist ein interessantes Geschäftsmodell. Wir sehen Rocket Labs, die im Bereich der kleineren halt eben jetzt schon eine ganze Reihe Starts hingelegt haben, auch ihren Träger weiterentwickelt haben. Ich glaube, dass es aber wichtig ist, dass wir sowas auch in Europa haben. Es wird immer ein Bedürfnis dafür geben, auch vor Ort zu starten. Es ist natürlich auch eine Frage der Agilität, ob man erstmal mit seiner Nutzlast auch sonst bis Amerika, Neuseeland oder wohin auch immer muss. Es ist auch so, dass für bestimmte Dinge man vielleicht auch gar nicht möchte, dass die Satelliten dann halt Wochen oder Monate lang irgendwo in Staaten außerhalb der Europäischen Union sind und da möglicherweise irgendjemand noch Zusatzfunktionen einbauen kann oder was auch immer. Also es ist sicherlich eine Souveränitätsfrage für Europa, hier auch selbst in der Lage zu sein. Und dass das Segment insgesamt offensichtlich interessant ist, merkt man eben an den vielen Initiativen. Wir haben jetzt die drei deutschen Anbieter hier insbesondere. Ich glaube, es gibt noch einen spanischen. Wir sehen auch Orbex in Großbritannien. Und dann wird man halt eben sehen, wer das Rennen da machen kann. Ich finde wichtig, noch um die Frage zu beantworten, dass es hier einen fairen Wettbewerb gibt um die Nutzlasten von der ESA wie von der Europäischen Union. Da setzt sich die deutsche Bundesregierung sehr stark für ein, dass wir sagen, wir wollen, dass die neuen Launcher in gleicher Weise an dieser sogenannten ESA Payload Allocation Policy teilhaben können. Und das bedeutet, dass sie halt eben voll in den Wettbewerb gehen können, eben auch zu Vega und zu Ariane. Wir nähern uns leider dem Ende unseres Interviews. Vielleicht eine Frage, die auch typisch für die Community ist, und zwar, man munkelt, es gibt immer Lager, und das eine Lager, das wäre das Star Trek-Lager, und das andere Lager wäre das Star Wars-Lager. Wo würden Sie sich da einordnen, und gibt es da vielleicht eine persönliche Geschichte zu? Ja, also ich bin natürlich im Star Wars-Lager. Sehr gut. Gleich, ich heute noch irgendwo gelesen habe, als es um das Thema von Mining im Weltraum ging und von den Vertragswerken, dass es dann hieß, wir wollen lieber Star Trek als Star Wars mit unserer Gesetzgebung realisieren. Also insofern ist Star Trek wohl das politische Ziel, aber ich gebe zu, dass ich immer die Star Wars Filme besser fand als die Star Trek Serie. Und das Schöne an unserem riesengroßen Universum ist ja, da ist genug Platz für mehrere epische Erzählungen, und ja, das bringt mich zu unserer Community, und zwar dem Hashtag Team Space. Wir versuchen so ein bisschen zu sagen, es gibt nicht den Launcher und es gibt nicht die Rakete, die toll ist, sondern im Prinzip, wir finden alle dieses Raumfahrtthema toll, und wir wollen an diesen spannenden Entwicklungen, die uns auch jetzt die nächsten Jahre erwarten, gemeinsam irgendwie teilnehmen. Ist natürlich so eine Community, die sich gerade erst bildet. Haben Sie vielleicht Tipps für uns, wie wir als kleine, wachsende soziale Medien-Community mehr an die größeren Institutionen rankommen könnten?
Aber ich denke, das sind doch alle ganz gut ansprechbar. Das hoffe ich jedenfalls. Das erwarte ich auch, dass da die Türen auch bei der ESA und der EU und überall geöffnet sind. Und da gibt es sicherlich viel Spannendes, über das man berichten kann. Ein Thema, was ja jetzt auch sehr stark diskutiert wird, ist die europäische Internetkonstellation ISSC, wo wir uns im Übrigen auch sehr dafür einsetzen als deutsche Regierung, dass es jetzt einen Wettbewerb kommt. Während der Vorschlag der EU-Kommissarin momentan eben eher so aussieht, dass alle großen Anbieter miteinander so eine Art politische Verabredung treffen. Und wir wünschen uns hier einen Wettbewerb der Systemarchitekturen. Wir wünschen uns hier auch einen deutlichen Startup-Anteil von 25% in dem Gesamtvorhaben, was übrigens auch ein großes Projekt ist mit 7 Milliarden Euro. Und wenn man solche Projekte in der Vergangenheit sah, dann sind sie oft dann am Ende eher doppelt so teuer geworden. Also hier geht es wirklich auch um viele Industrieaufträge. Und insofern, vielleicht nehmen Sie auch das Thema Spaceport nochmal. Das hängt natürlich ja auch ein Stück zusammen eben mit unseren neuen Launchern. Traditionell startet Europa ja aus Kourou, aber gerade für die kleineren Raketen ist der Weg vielleicht bis Kourou auch ziemlich weit und für manche Orbits muss es auch nicht unbedingt sein. Wir selber sind ja dabei, sehr positiv zu prüfen, ob es die Möglichkeit gibt für diese Nordsee-Plattform. Mecklenburg-Vorpommern möchte gerne in Rostock-Lage das Thema Air Launch ermöglichen. Und dann gibt es die Startplätze eben in Schweden, in Norwegen, in Schottland, möglicherweise auch den Azoren. Das muss man alles miteinander zusammendenken, denn wir brauchen für die Launcher ja auch Startplätze. Und wenn die positiven Prognosen sich bewahrheiten sollten, werden wir so viele Starts sehen, dass wir dann wohl auch mit einem Startplatz überhaupt nicht auskommen, sondern da muss man schon heute über die Frage nachdenken, dass es dann da nicht irgendwo eng wird. Und insofern ist das sicherlich auch ein ganz spannendes Thema, was man beleuchten kann, auch mit den Initiatoren. Da gibt es jetzt auch ein Konsortium für den deutschen Spaceport in der Nordsee. Das ist natürlich auch ein total spannendes Thema für mich, weil ich bin ja Schiffbauingenieur. Da bin ich natürlich total interessiert an dieser Art von Konzepten. Wir haben uns, oder das Thema des Videos war ja der Wettbewerb und vielleicht, dass ich abschließend sagen kann, also ich werde immer erinnert dadurch so ein bisschen an die 60er Jahre und die NASA, die sich ja im Prinzip im Wettbewerb der Systeme befand. Und das heißt im Prinzip, für mich die größte technologische Einzelleistung, die der Mensch bisher gemacht hat, ist für mich die Mondlandung der NASA. Und das war in einem Wettbewerb möglich. Und dieses Ziel, was es dann gab, also praktisch einen Menschen zum Mond zu bringen, das würde mich vielleicht abschließend dazu bringen. Es gibt den Milliardär Yusaku Maezawa, der jetzt eine Crew sucht, die er praktisch bezahlen würde, dass die sich um den Mond schießen lassen könnte. Könnten Sie sich sowas vorstellen, so auf so einer Mission für 2 Wochen irgendwie um den Mond zu fliegen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich in den 3 Jahren, die ich jetzt Raumfahrtpolitik mache, auch dafür total begeistern lassen. Für alle Deep Space-Themen und was auch immer, ich muss zugeben. Es hat mich voll gepackt und insofern, ja. Also ich glaube, ein halbes Jahr in der ISS wäre nicht mein Ding. Das ehrlich gesagt, das wüsste ich nicht, ob ich in so einer Cola-Dose 6 Monate leben wollen würde. Aber so eine Mission irgendwie mal für 2 Wochen zur ISS oder was auch immer, da wäre ich schon mit dabei. Der Mars ist, glaube ich, ein sehr weites Ziel. Da würde, glaube ich, Ähnliches wieder gelten, aber so Mond ISS, das fände ich persönlich schon ziemlich cool, wenn man es machen könnte. Herr Jatzenbeck, vielen Dank. Das kann nicht passieren, realistischerweise, aber faszinierend finde ich es trotzdem. Herr Jatzenbeck, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben und wir drücken diesen 3 Teams allen die Daumen und wie gesagt, wir als Community, wir wollen, dass das was wird und sind auch eigentlich überzeugt, dass das was wird. Und dass dann diese 3 Startups zu Senkrechtstartern werden. Ich bin gespannt, wie sich die deutsche Raumfahrt in Zukunft entwickelt, auch dank Ihrer Hilfe, dank der Hilfe der Bundesregierung. Vielleicht haben Sie ja nochmal Lust, auf die virtuelle Senkrechtstarter-Couch in Zukunft nochmal zu kommen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Das war wirklich ein total tolles Interview. Auch vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Wenn du Teil der Senkrechtstarter-Community werden möchtest, dann kannst du gerne auf unseren Discord-Server kommen. Den verlinke ich unter dem Video. Die Zukunft der Raumfahrt, die wird unglaublich spannend. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, wir sehen uns Montag. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo. Tschüss.